In der Bevölkerung machen Sie sich alle anscheinend mehr und mehr unglaubwürdig. Und das entdecken offensichtlich immer mehr Bürger. Von denen wollen Sie zwar alle wieder gewählt werden, Frau Esken, in Sachsen 6% die SPD, Sie sollten ganz leise sein. Aber deren Interessen vertreten wollen Sie schon lange nicht mehr. Zitat: Die Lage wird toxisch, sagt die Präsidentin des VDA, Hildegard Müller.